Und somit willkommen zurück zu Skyward Sword. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Beim letzten Mal haben wir ziemlich geile Aufgaben gemacht, mit der Zeit hin und her gespielt und kamen jetzt hierhin, wo wir angeblich einen unterirdischen Gang finden, wo wir dann zum Tempel der Zeit kämen. Aber der jetzt nicht aktiviert ist. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch irgendwas machen. Aha, da ist mal ein Basketballkorb da. Können wir mal eine Bombe reinfixieren. Zack, ja, easy. Schauen wir mal direkt, was da drin ist. Vielleicht ist so ein Kristall. Gar nichts. Aber hier sind ja noch Steine. Die könnte man doch zerstören. Ja, da ist ein Kristall. Ja, Mann. Geil. Das heißt, wenn wir den jetzt aktivieren, öffnet sich dieses Tor. Ja. Schön. Okay. Du bist ja eine richtige Sache, irgendwie heraus. Wer bist du? Der Hauptschalter zum Eingang des Ranelle Steinwerks. Und eine bestimmte Kombination der drei Zeiger wird dieses Tor öffnen. Da kannst du mir nicht sagen, welche drei? Ich führe dich dagegen, dass das dem Hauptschalter ähnlich ist. Ich führe es mit der Aukazuka auf. Ja, cool. Okay, dann schauen wir mal direkt mit Aura so. Da müssen wir hin, oder was? Nein, da. Unter den Stein waschen. Ach, hier geht's auch kaputt, ne? Ja, da geht's jetzt weiter. Aha, aha, sehr schön. Ja, da geht's rein auf jeden Fall. Dekunso. Nein, 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 nein! Oh, das war knapp. Jo, geh weg, Alter! Ja, genau! Ah! Scheiße! Schnell zurücklaufen. Oder darüber, warte mal. Mann, ey, jetzt fängt ja schon richtig dumm an hier. Scheiß Dinger, ey. Geht doch weg. Will nur ein bisschen erkunden. Natürlich will ich fortsetzen. Was für eine dumme Frage. Das heißt, wir müssen hier wirklich hier diese Dinger wegmachen. Da könnte was drin sein. Oder drunter, ne? Aha, ein Rubin. Ah, da ist was. Okay. Ja, jetzt geht's weiter. Sand geht weg. Aha, sehr interessant hier. Ja.
Eine Truhe finden wir hier. Ah, immerhin fünf Rubine. Eine weitere Truhe, wieder Rubin. Er geht weg, Alter. Das ist hier jetzt einiges geändert. Na! Man muss die ausrechnen, aber ich mach's, aber irgendwie klappt es nicht wirklich. Ja, hast du. Okay, wir müssen hier immer draufschieben. Frage ist jetzt was? Aha. Reicht das schon? Nee, ne? Da liegt da gar nicht viel drauf, oder was? Das reicht ja gar nicht, Alter. Was muss man jetzt hier machen, Alter? Timer! Ich habe dir etwas zu berichten. Ich schätze, dass es notwendig ist, dieses Gerät mit Strom zu versorgen. Jetzt so eine blöde Lösung ist das hier, Alter. Müssen wir einfach reinkullern, meine Güte, wie kommt man denn nicht auf diese Idee? Oh mein Gott. Das ist peinlich, Alter. Ach, hier haben wir jetzt so ein komisches Ding. Müssen wir einmal nach links drehen, okay. Und dann rein, okay. Sehr interessant. Ein Blitz. Okay. 1 von 3 haben wir jetzt. Offen? Cool. Okay, dann können wir jetzt raus wieder hier. Und die anderen zwei noch suchen. Okay. Eins ist links und eins ist hier rechts im Moment. Wo? Alles das war okay. Interessant. Das heißt, wir gehen hier entlang.
Irgendwo dort muss einer sein. Hier ist der richtige Weg, Alter. Nur geraten, ey. So, wo könnte der zweite Tier sein? In die Richtung. Okay. Genau, geh doch weg, du scheiß Ding, Alter. Gott. Okay, irgendwo hoch, oder wie? Nein, geh weg! Geh weg! Oh Mann, ich hasse die Dinger! Gott! Hier kann man auf jeden Fall was drauf machen. Ach, da war der Schaf, wo wir hergekommen sind. Ah, okay. Das heißt, hier müssen wir rein, dann? Okay, gehen wir mal rein. Hab ich ja sowas hier, Alter. Nee, ey. Ah, immer diese Elektro-Scheiß hier. Ja, kannst haben, Alter. Rubine. Ja, die fallen alle in den Sand rein, Alter, wie dumm. Ja, komm. Sehr erbärmlich. Nein! Boah. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich was aufmachen. Ach, da ist er. Sehr schön. Schnell aktivieren, Alter. Dinger nervt einfach nur. So. Da gibt's nicht hoch. Ja, ich hasse die, Alter. Geh doch weg. Ha, ein Schmuckschild erhalten. Ha, cool. Ich hätte gerne das Herz hier. Hm. Nein, nimm die Truhe, komm. Nein, ich da! Runter! Oh mein Gott!
Der ist echt heute zu blöd, der Link. Kann man nirgends so hoch. Wie das aussieht. Scheiß Gegner, Alter, muss ich immer wieder sagen, Alter. Ja, okay. Mach doch mal Fallstoß, Alter. Ich kann die Dinger schieben, ey. Dumme Rubine nur. Und jetzt, wie komme ich weiter? Hä? Das Ding kann ich halt überfliegen. Aber bringt mir ja nichts. Darüber laufen kann ich auch nicht, das ist zu weit. Also nicht. Hier hast du. Ah, Moment. Das macht Sinn. Das macht sehr viel Sinn, Alter. Kommen wir da nämlich rüber. Aha, aha, aha. Ja, alles klar, jetzt weiß ich wie. Sehr krasses Rätsel auf jeden Fall. So, dann müssen wir wieder so ein Ding da holen, damit das Tor dann wieder aufgeht. Boah, gerade so, Alter. Und schnell rein. Nein. Ja, easy. Wenn man weiß, wie es geht, dann ist es kein Problem, Alter. Okay, hier gibt es eine große Truhe. Sehr schön. Ein Monsterhorn. Wow! Die Sammlung füllt sich langsam. Und ein paar Rubine. Und dann nochmal reindrücken. Sehr schön. Haben wir das zweite von drei. Eine Feuerflamme. Okay.
Und dann können wir hier nämlich auch zurück und erreichen diese Truhe. Wow. Aha, den können wir hier runter, damit wir hier wieder hochkommen. Sehr schön, dann jetzt fällt nur uns ein weiteres. Das werden wir jetzt auch noch suchen und aktivieren. Bevor es dann beim nächsten Mal dann wahrscheinlich dann sehr weit oder weiter geht. So. Okay, jetzt zeig mir das an, aber wir brauchen noch ein weiteres. Kommen wir wieder zum Stein hin? Könnte man auf jeden Fall, ja. Aber brauchen wir einen Enterhaken oder sowas. Greifhaken. Gras. Ja, nicht so, Alter. Ach, da sehe ich noch was. Moment. Na, was willst du, Alter? Ah, geh weg, Alter. Machen wir jetzt eben von hier. Zack. Da sind noch welche, die wir hier einmal zerstören können. Okay. Okay, und den einmal auch. Im rechten ist mal nichts drin, aber links geht die Mauer noch kaputt, wie ich sehe. Aber Frage ist jetzt, wie kommen wir da jetzt hin? So kommen wir wieder hin, okay. Nein, 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 nein! Hm. Ah, okay. Und da ist ein Kristall dann drin, ne? Alles klar. Müssen wir aber aktivieren. Schön. Das dann auch einmal drehen und reinschieben. Sehr schön. Das war etwas Einfachste. Das machen wir zum Schluss. Das ist gut. Ja. Ich habe dir etwas zu berichten. Du hast die richtige Kombination der drei Schalterknöpfe. Begib dich nun zum Hauptschalter an. Danelle Steinberg. Ja. Hier war jetzt nichts drin oder ist schon weggegangen? Hier sieht man auch die Straße, die damals war. So, da werden wir aber dann beim nächsten Mal weitermachen. Jetzt können wir das Tor nämlich öffnen. Wow, was geht ab, Alter? Nicht viel.
Und da gehen wir dann direkt beim nächsten Mal direkt rein. Bis dahin bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und sage nur, ich bin Basti, bleibt gechattet und ciao.